Moin und herzlich willkommen zum Spieltagscheck vor dem dritten Spieltag. Wir treffen am Sonnabend um 13 Uhr auf den ersten FC Heidenheim. Und man sieht es schon, ich stehe hier gerade alleine, aber gleich im Interview ist auch noch Maxi Rohr bei uns zu Gast. Das Interview haben wir allerdings aufgezeichnet vor dem Tod von Uwe Seeler und haben uns im Zuge dessen dazu entschieden, den Spieltagscheck nicht zu spielen zur Partie gegen Hansa Rostock. Dennoch wollen wir euch das Interview natürlich nicht vorenthalten und schauen gleich darauf. Und das machen wir zunächst nach unserer Kategorie, unser HSV. Im Volkspark lag der Fokus in dieser Woche auf der Vorbereitung für das zweite Heimspiel der Saison gegen den ersten FC Heidenheim. Unter den wachsamen Augen von unserem Cheftrainer Tim Walter ackerte die Mannschaft bei sommerlichen Temperaturen auf dem Trainingsplatz. Am letzten Wochenende sicherten sich unsere Jungs das Ticket für die zweite Runde im DFB-Pokal. Bei der Spielvereinigung Bayreuth tat sich das Team von Tim Walter allerdings schwer. Besonders in der ersten Halbzeit wurden einige Defizite sichtbar. Ja, die erste Halbzeit war überhaupt nicht unser Gesicht, wie wir spielen wollen, wie wir auftreten wollen. Wir waren nicht im Ballbesitz gut, waren nicht gegen den Ball gut, waren nicht, einfach nicht komplett als Mannschaft nicht auf dem Platz. Und so können wir uns nicht präsentieren. Wir wussten, was auf uns zukommt. Erste Pokalrunde hier, ausverkauftes Haus. Ist immer brenzlig alles, aber das war nicht unser Gesicht. Aber ich glaube, zweite Halbzeit hat man wieder gesehen, dass wir wieder Druck gemacht haben, dass wir das erzwingen wollten heute auch. Und ich glaube, da waren die Abläufe dann auch besser. Ein weiteres Tor von Königsdörfer und ein Treffer von Kapitän Sebastian Schonlau sorgten letztendlich für den Einzug in die nächste Pokalrunde. Aus dem Spiel in Bayreuth zog die Mannschaft aber einige Lehren. Sicherlich, dass wir uns natürlich verbessern müssen, wenn wir uns die erste Halbzeit angucken. Da müssen wir einfach anders auftreten, sowohl offensiv als auch defensiv. Nichtsdestotrotz, was wir können, haben wir auch in der zweiten Halbzeit gesehen, auch zeitweise dann in der Verlängerung. Und wenn wir auch führen, müssen wir auch dranbleiben. Da darf es dann nicht wieder sein, dass wir den Gegner mal ein bisschen ins Spiel lassen. Aber wir wissen, was wir vorhaben und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir werden es machen. Grund zur Freude gab es in dieser Woche für Bakary Jatta und Elijah Kran. Nach dem Anriss seines Syndesmosebandes konnte der 18-jährige Kran wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für Bakary Jatta kommt das Teamtraining noch etwas zu früh. Der Offensivspieler absolvierte aber wieder gezielte Übungen mit dem Ball. Auch Anssi Suhonen ließ sich in dieser Woche auf dem Trainingsplatz blicken. Nach seinem Wadenbeinbruch trainierte der Finne individuell mit Reha-Trainer Sebastian Capell. Ist es so, dass Bakka natürlich mit seiner schweren Verletzung noch nicht abzusehen ist, wann er wieder beginnt. Ja, und dann ist Elijah jetzt gerade wieder im Mannschaftstraining. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das wisst ihr dann auch, dass wenn man eine Woche trainiert, dass man keine Option für Hochleistungssport ist, sondern dass der Junge auch erst sich wieder daran gewöhnen muss. Dann bei Anssi mit seinem Wadenbeinbruch, wird es auch noch einige Zeit dauern, plus die Zeit natürlich, die man dann auch sagt, wie lang braucht er Mannschaftstraining, um letztendlich wieder voll am Limit zu gehen. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis die Trainingsrückkehrer wieder in den Spieltagskader rutschen. Die fitten Spieler werden dank des harten Trainings unter der Woche aber bestens auf die Partie gegen Heidenheim vorbereitet sein. Maxi, bis zum Sommer 2019 hast du noch in der Oberliga Baden-Württemberg gespielt. Hättest du dir damals schon denken können, dass du mal 3 Jahre später im Relegationsspiel zur Bundesliga jeweils in der Startelf stehen würdest? Nee, damit rechnen kann man natürlich nicht. Ganz ehrlich gesagt, nach dem dritten Jahr in der Oberliga habe ich schon damit abgeschlossen, mit dem Fußballprofi sein, dass es dann noch so gekommen ist. Wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, das ist eine einzigartige Geschichte. Ich glaube nicht, dass es so häufig schon vorgekommen ist. Bin natürlich Gott froh darüber, dass ich mein Hobby doch zum Beruf machen konnte. Und jetzt heißt es hart arbeiten. Ab welchem Punkt hast du wieder an die Möglichkeit geglaubt, dass es doch noch möglich sein kann? Oh, also ich hatte nie viel mit Spielerberater zu tun oder sonst wie. Und in meiner letzten Oberligasaison hat sich dann einer gemeldet, der Gott sei Dank heute immer noch an meiner Seite ist. Und dann haben wir uns erstmal freundschaftlich zusammengesetzt. Sollte gar nicht um Fußball gehen, weil ich eine Ausbildung noch nebenher gemacht habe. Und er konnte mich dann so überzeugen, dass ich mir das angehört habe, dass ich ihn mal habe machen lassen.
Und dann kam eben der Sprung in die dritte Liga. Jetzt bist du seit 2 Jahren beim HSV, seit einem Jahr gehörst du auch fest zur Profitruppe. Wie schaust du zurück auf deine erste Saison in der Profimannschaft? Ja, ich glaube, ich kann mit dem Start ganz zufrieden sein. Ich habe die ersten 6 Spiele, glaube ich, bestritten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war wie so eine Blase, wie so ein Traum. Und dann kam eben die Verletzung. Und es war schon sehr, sehr ärgerlich, einfach weil man gedacht hat, dass sie nicht so extrem ist, wie es dann letztendlich war. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Tage es waren, wie viele Monate mich die Verletzung zurückgeworfen hat. Und dann musst du wieder ins Aufbautraining, musst erstmal wieder fit werden. Siehst die Mannschaft, wie sie vor zigtausend Zuschauern spielen und willst eigentlich nur dabei sein. Und das ist mir jetzt gelungen, bin ganz gut zurückgekommen und ich hoffe jetzt, dass die Saison für mich persönlich verletzungsfrei bleibt und das gehen wir zusammen an. Du hast erzählt, dass du auch Tim Walter vom früher noch kennst aus Karlsruhe. Welche Rolle spielt er jetzt für dich in der aktuellen Situation? Ja, in der aktuellen Situation natürlich wichtig, aber auch schon in meiner ersten Saison. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich den Sprung vielleicht geschafft hätte, wenn ein anderer Trainer da gewesen wäre. Tim kennt mich noch von damals, er hat mir so viel Vertrauen geschenkt. Dafür bin ich natürlich unendlich dankbar und versuche das immer wieder zurückzugeben, zurückzuzahlen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Du wurdest dann auch belohnt mit der Vertragsverlängerung. Welches Gefühl hat dir eben diese gegeben? Ja, es kam schon ein bisschen überraschend, dass es gar keine Zweifel vom Verein aus gab. Ich traue es mir zu, also ganz klar. Aber du freust dich natürlich dann trotzdem. Also wenn du so ein Vertrauen bekommst, hast du dann nicht lange überlegen müssen. Also für mich gab es dann eigentlich keine andere Option. Wie gesagt, ich fühle mich in dieser Stadt so extrem wohl. Mir macht es so Spaß mit den Leuten, mit den Menschen hier. Und deswegen bin ich überglücklich darüber. Was sind, wenn du auf dein Spiel selber guckst, was sind so die nächsten Schritte, die du für dich noch machen möchtest in deiner spielerischen Entwicklung und deiner Karriere? Ja, ich spiele ja jetzt ein bisschen eine neue Position, jetzt schon seit einem Jahr. Und da gibt es natürlich Feinheiten, an denen man feilen kann. Also, es geht ja um die Positionierung, ums Antribbeln, um den ersten Kontakt, um die Torgefährlichkeit, die ich noch nicht so zeigen konnte. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran und ich hoffe, dass es auch belohnt wird. Du sprichst es schon an, deine neue Position. Du hast letztes Jahr im Spieltagscheck noch gesagt, du siehst dich als Innenverteidiger und fühlst dich da am wohlsten. Hat sich das jetzt verändert über die letzte Saison? Ich fühle mich immer noch wohl als Innenverteidiger. Durfte dir ja immer noch als, oder in den, nicht Vorbereitungsspielen, in den Freundschaftsspielen vor der Länderspielpause durfte ich immer noch auf der Position spielen. Aber natürlich die Achterposition, wenn du eine offene Stellung hast, wenn du mit dem Ball antribbeln kannst, was natürlich meine Stärke ist, dann ist es natürlich auch schön, in der gegnerischen Box zu sein und vielleicht mal ein Tor zu machen. Wie sehr hat sich dadurch dein Spiel verändert, eben durch deinen Positionswechsel jetzt? Ja, extrem. Also es ist ja eine ganz andere Position, es ist eher eine offensivere als eine defensivere. Und wie gesagt, wir arbeiten daran, dass ich die so gut wie möglich erfülle und dann werden wir weitersehen. Wo wir bei Veränderungen sind, verändert hat sich auch deine Trikotnummer zumindest. Von der 41 bist du 10 höher oder 10 niedriger eher auf die 31. Hat das irgendeine Bedeutung für dich gehabt oder wie kam es zu dem Entschluss bei dir? Ja, ich habe in der Oberliga immer die 31 getragen. Bastian Schweinsteiger mein Vorbild gewesen. Also ich glaube, so bringt es am besten auf den Punkt. Und ja, die Nummer ist auch tätowiert. Und die soll jetzt auch noch ein bisschen bleiben. Vielen Dank an Maxi für das Interview. Und natürlich wollen wir auch auf unseren kommenden Gegner, den 1. FC Heidenheim, schauen. Und das machen wir wie immer in unserem Gegnercheck. Am Sonnabend empfangen die Rothosen den 1. FC Heidenheim im Volksparkstadion. Die Heidenheimer sind nahezu perfekt in die Saison gestartet. Nach 2 Spieltagen in der 2. Bundesliga ist das Team von Trainer Frank Schmidt noch ohne Gegentor und Punktverlust. Zum Saisonauftakt siegte der FCH mit 1:0 in Rostock. Auch das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Eintracht Braunschweig konnten die Heidenheimer mit 3:0 für sich entscheiden. Zuletzt erreichte Frank Schmidt mit seiner Mannschaft die 2. Runde des DFB-Pokals. Nach einem souveränen 2:0-Erfolg beim Regionalligisten
FV Illertissen ging es für den Verein aus Baden-Württemberg in die nächste Pokalrunde. In der vergangenen Spielzeit hat sich der 1. FC Heidenheim besonders stark im Verteidigen von Führungen gezeigt. In insgesamt 20 Partien gingen die Heidenheimer in der letzten Saison in Front. Den Platz verließen sie am Ende in nur 3 dieser Spiele als Verlierer. Die Bilanz unseres HSV gegen den FCH ist allerdings ausgeglichen. 3 Siege aus 8 Duellen stehen sowohl auf dem Konto der Rothosen als auch auf der Seite der Heidenheimer. Hinzu kommen 2 Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams im Februar ging an den HSV. Am Sonnabend soll sich diese Geschichte im Volksparkstadion wiederholen. Wir sind zurück aus dem Gegnercheck und natürlich musste sich Maxi auch der Crunchtime stellen. Die Fragen sind zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht mehr ganz aktuell, allerdings wollen wir euch seine wirklich herausragende Performance in der Crunchtime nicht vorenthalten. Viel Spaß! So, da sind wir wieder und auch in diesem Jahr geht's in die Crunchtime natürlich mit einer leicht abgeänderten Regel. Und zwar, wenn dir jetzt der Ball runterfällt in den 60 Sekunden, bekommst du einen Minuspunkt, Maxi, und die Zeit hört nicht auf. Das heißt, du hast in jedem Fall die vollen 60 Sekunden. Ansonsten bleibt alles gleich. Du hältst 60 Sekunden lang den Ball hoch. Ich stelle dir ein paar Fachfragen zu dir, zu deiner Karriere, zu allem Möglichen aus der Welt. Letzte Woche hat Ramsey losgelegt mit 7 Punkten. Ist dein Ziel wahrscheinlich, das zu überbieten? Ja, natürlich. Genau. Und am Ende gibt es dann, das ist auch neu, noch eine große finale Crunch-Time-Folge, wo sich die 3 Saisonbesten am Ende messen dürfen, um den großen Titel, damit das auch mannschaftsintern ein bisschen angeheizt ist. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nein, wir können loslegen. Dann geht's los in 3, 2, 1, los. Wie viele Pflichtspiele hast du für den HSV absolviert? 12. 13. Welche Mannschaft hat am vergangenen Spieltag den höchsten Sieg eingefahren? Paderborn. Korrekt. Welcher Spieler ist der kleinste im Kader? Sabi. Falsch. Gegen wen hat euer nächster Gegner am vergangenen Wochenende gespielt? Heidenheim. Richtig. Zu welchem Verein ist Robert Lewandowski in dieser Woche gewechselt? Barcelona. Korrekt. Wer ist die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft? Alexandra Popp. Richtig. Gegen welche Mannschaft hast du dein erstes Zweitligaspiel für den HSV gemacht? Schalke. Korrekt. Was ist die Hauptstadt von Canberra? Entschuldigung. Weiter. Schenke ich dir als Punkt. Wie heißt der Trainer von Hansa Rostock? Jens Hertel. Korrekt. Nennen einen der 3 Aufsteiger aus der dritten Liga. Braunschweig. Korrekt. Wie viele Einwohner hat dein Geburtsort Bad Friedrichshall? Boah, weiter. 20.000. Wie viele Scorer hast du für den HSV? Einen. Korrekt. An welchem Spieltag habt ihr zuletzt gegen Hansa Rostock gespielt? Am letzten. Korrekt. Nenne einen Bundesliga-Absteiger. So, da sind wir wieder. 10 Punkte sind es geworden mit freundlicher Mithilfe von mir selber. Aber Maxi, noch einmal natürlich als Frage, was ist denn die Hauptstadt von Australien? Canberra. So, jetzt haben wir auch den Punkt offiziell dir zugeschrieben. 10 Punkte sind es. Bist du zufrieden mit der Leistung? Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen müssen vielleicht bei 1-2 Fragen. Aber ich glaube, mit 10 Punkten kann man zufrieden sein. Du setzt dich damit auf jeden Fall erstmal an die Tabellenspitze in dieser Saison und ich kann dir auch sagen, du bist besser als alle in der vergangenen Saison auf jeden Fall gewesen. Also das ist mal nicht so schlecht. Dann, Maxi, danken wir dir auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst. Das war's vom Spieltagscheck vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim. Es sind noch einige Tickets da, kommt ins Stadion und wenn ihr keine Zeit habt, verfolgt uns am HSV Netradio. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran wie immer, nur der HSV.